König Charles, er wollte Archie ehren und macht nun einen Rückzieher. Am 6. Mai 2023 wird König Charles, 74, offiziell in der Westminster Abbey gekrönt. Ein Jahrhundertereignis, aber auch zugleich der vierte Geburtstag seines Enkelsohnes Prinz Archie. 3. Angeblich hat der Monarch erwogen, an seinem großen Tag einen Toast auf Prinz Harrys 38. Sohn auszusprechen. Das behauptet nun ein Insider gegenüber Mirror. Diese tolle Geste soll Charles jedoch wieder verworfen haben, aus einem bestimmten Grund. Nach langem Hin und Her bestätigte der Buckingham Palast am 12. April, dass der Herzog von Sussex am Krönungsgottesdienst in der Westminster Abbey am 6. Mai teilnehmen wird, jedoch ohne Herzogin Meghan, 41. Die Herzogin von Sussex wird mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien bleiben. Hieß es weiter. Die Antwortfrist, angeblich bis zum 3. April, war da längst abgelaufen. Wieso die Sussexes derart lange gewartet hatten? Unter anderem sollen sich Meghan, Harry und König Charles uneinig darüber gewesen sein, wie der Palast Archie an dem besonderen Tag würdigen würde. Was dafür spricht, laut Meghan-Befürworter Omid Scopi habe der vierte Geburtstag von Archie, ebenfalls am 6. Mai, bei der Entscheidung des Paares eine Rolle gespielt. Das erklärte er kurz nach der Bestätigung des Palastes auf Twitter. Es soll nach Angaben von unter anderem Mirror auch Befürchtungen gegeben haben, dass das Paar Charles' historischen Moment in den Schatten stellen könnte. Etliche Royal-ExpertInnen kritisierten daraufhin die Entscheidung des Paares. Ob auch König Charles der Umstand, dass sein Sohn alleine von Kalifornien nach Großbritannien fliegt, sauer aufgestoßen ist? Man kann nur mutmaßen. Dennoch soll Meghans Absage Konsequenzen nach sich ziehen. Der König erwog einen Toast auf Archie. Aber da kein Mitglied der Sussex-Familie zum Mittagessen erwartet wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er dies in ihrer Abwesenheit tun würde, behauptet ein Insider gegenüber Mirror. Prinz Harry soll sich nach der Krönungszeremonie nicht weiter in Großbritannien aufhalten, sondern einen direkten Flug zurück zu seiner Familie nehmen. Verwendete Quellen: Mirror Cook.